Es freut mich, dass ihr hier gelandet seid und ich habe dieses Video aufgenommen, einfach um darüber zu sprechen, was sich aktuell am PC-Markt tut, weil ich finde, was Apple jetzt gemacht hat mit den neuen M1-Chips, das ist einfach super, super interessant, super innovativ und ja, macht mich auch richtig freudig, dass da mal was weitergeht. Ich werde heute meine Meinung dazu sagen werde berichten, ob ich als Fotograf bzw. als jemand, der Videos aufnimmt und auch schneidet, ob ich von Windows wechseln werde jetzt zu den neuen MacBooks oder nicht. Pro kontra meine Meinung dazu. Schaut weiter. Okay, es stellt sich die Frage, werde ich wechseln? Kurze, also wirklich knackige kurze Antwort. Jetzt noch nicht, aber vielleicht. Ich warte noch ab, weil ich will erstmal schauen was Intel bzw. AMD mit den neuen Ryzen und so weiter, wie die jetzt darauf reagieren werden, was von denen kommt, weil ich glaube, die müssen jetzt liefern, die müssen jetzt wirklich angasen. Und ich möchte da mal sagen, wir, ein halbes Jahr maximal warten. Das habe ich mir so ein bisschen als, als Grenze gegeben. Ein halbes Jahr, weil ich einfach auf einen neuen PC umsteigen will. Und wenn sich da noch gar nichts getan hat, ähm, oder nur wirklich in naher Zukunft äh, irgendwas veröffentlicht werden soll, jetzt für Windows-Geräte, dann glaube ich, werde ich wirklich ja, zu, zu Apple wechseln müssen. Einfach weil ja, es sehr viele Vorteile bietet, so wie es aussieht. Das war jetzt mal die kurze Antwort. Diese Antwort ist aber natürlich viel komplexer, viel länger und da muss man noch viel mehr mitbedenken. Und ja, darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Ich habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich lese mir die schnell durch. Also, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen, was ich mir hier für mich notiert habe, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Ich habe mir jetzt unglaublich viele Sachen dazu gelesen. Ich habe ganz viele Videos dazu angeschaut. Einfach weil ich doch ein bisschen auch ein PC-Nerd bin und ja, immer das schnellste, beste, coolste Gerät haben will. Und im Grunde ist es mir als Benutzer komplett wurscht, ob es von Windows ist, ob es von Mac ist oder von Apple ist. Und ich will einfach das schnellste Gerät, mit dem, mit dem ich meinen Job so schnell wie möglich erledigen kann, weil ich finde es einfach super äh, mühsam, wenn ich von der Hardware ausgebremst werde. Das ist absolut nicht Sinn der Sache, dass der PC langsamer ist als ich beim Arbeiten. Und das ist leider, vor allem in Lightroom finde ich, aktuell schon der Fall. Und das gleiche auch in Premiere, also beim Videoschnitt, habe ich das Gefühl oft, ich muss irgendwie warten, bis sich da was tut. Und ja, das, das haut einem immer aus dem, aus dem Fluss raus. Also, wenn man gerade so im Flow ist, beim Bilder bearbeiten und schneiden, wenn man dann irgendwie warten muss, bis irgendwas äh, rendert oder bis irgendwas exportiert oder bis die nächste Vorschau auf ein Foto geladen wird, das haut einem richtig aus dem Fluss raus und das soll vermieden werden und ich war da halt natürlich auch komplett geflasht, als ich die ganzen ersten Tests von den äh, MacBook Air oder von dem MacBook Pro oder vom Mini, also die alle haben ja den neuen M1-Chip jetzt drin, als ich da die ersten Leistungsdaten, Leistungstests gesehen habe, ist natürlich extrem softwareabhängig, wo sie besser brillieren und wo weniger. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man schon sagen, diese M1-Prozessoren von Apple, das sind die neuen ARM-Prozessoren, das ist eine andere Architektur ähm, als jetzt die Intel Chips, die verwendet werden, dass die neuen M1-Prozessoren einfach richtig viel Leistung bringen und einen guten Sprung nach vorne bringen. Und ich finde es einfach total geil, dass Apple die Eier hatte und sich getraut hat, so was Neues einzuführen. Dass die jetzt Intel links liegen lassen und ähm, ja, einmal als Innovatoren vorgehen. Also, ich finde, gefühlt, ich bin nicht der größte Apple-Fan und ich habe immer das Gefühl, die sind immer so ein bisschen hinten nach. Die machen, ähm, die schauen erstmal, was funktioniert und machen dann ausgereiftere Geräte in dem Bereich. Also, zum Beispiel auch bei den Handys habe ich das Gefühl, dass Samsung oder, oder Huawei irgendwie probiert, äh, die Innovation voranzubringen, machen das aber immer so halb gut und dann kommt Apple daher, sagt coole Idee, sie machen das noch einen Ticken besser und machen die ausgereifteren Geräte. Und da ist es für mich irgendwie cool zu sehen, dass Apple daherkommt und komplett auf eine neue Technologie äh, umsteigt in dem Fall, also eine neue Prozessorenarchitektur und ja, und das scheint auch wirklich geil zu funktionieren. Und Final Cut auf dem M1 Chip killt anscheinend die Leistung auf dem Intel-Chip. Also da sind Riesensprünge und DaVinci da Vinci Resolve, ein anderes Schnittprogramm, hat jetzt auch schon eine Version für ARM oder für einen M1-Chip rausgebracht, ist eine Beta-Version. Aber scheint auch wirklich wirklich schnell zu laufen und die Sache ist, Adobe wird das sicher oder sie haben es eh schon angekündigt sehr bald nachziehen. Bald wird es auch die Adobe Software Pakete für den M1 Prozessor geben und wenn das dann der Fall ist, dann wird es für mich richtig interessant weil ich doch so ein bisschen Adobe jünger bin. Ich verwende Lightroom, ich verwende Photoshop, ich verwende Premiere, ich verwende Spark, was immer, InDesign ab und zu, eher selten, aber also viele Adobe-Programme. Und wenn die jetzt nachziehen, dann wird es halt richtig interessant. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich immer gefragt, warum kann ich auf einem Handy, also wirklich so ein kleines Smartphone, besser Videos schneiden als auf meinem 3000 Euro Dell. XPS-PC oder Laptop und ja, das liegt wohl einfach wirklich an diesen Prozessoren, die da verbaut sind. Und das Interessante hierbei ist zum Beispiel jetzt beim neuen Apple M1-Chip, der hat eine H265-Unterstützung. Das sind halt die neuen Videocodecs, die auch die Canon R5 hier verwendet, mit der ich gerade filme und mit diesen H265-Videos oder Codecs geht einfach jeder normale PC komplett in die Knie. Die können das 4K-Material nicht mal abspielen. Und jetzt kommt zum Beispiel ein MacBook Air daher um 999 Dollar und der schneidet das in Final Cut ohne Probleme wie Butter. Und das ist dann schon echt witzig zu sehen. Und einfach weil der das jetzt schon hardwarebasiert dekodieren kann. Ähm, interessant finde ich bei diesen ganzen, bei der neuen Sache, jetzt was Apple daraus gebracht hat. Auch das preis leistungsverhältnis weil, wenn man jetzt den Preis von den neuen MacBook Air anschaut, der kostet 999 Euro, hat zwar nur 8 GB RAM. Wenn man ein bisschen besseren nimmt mit, oder ein MacBook Pro mit 16 GB, der kostet dann schon über 2000 Euro oder Dollar. Um die zweieinhalb, wenn man eine größere Festplatte nehmen will. Aber ja, du hast zum einen ein Mac, ein Apple MacBook. Die verkaufen sich natürlich schneller, äh, leichter und teurer. Und wenn du Final Cut verwendest, kannst du damit dein H265-Videomaterial ohne Probleme, 4K aus der R5, also Kanon r 5 kannst du die einfach ohne Probleme schneiden mit einem PC, der 2.500 Euro kostet. Mit 16 GB RAM, was jetzt nicht viel ist, aber das funktioniert, weil der Prozessor und alles so gut funktioniert. Und das finde ich dann schon krass interessant, weil wenn man in dem Beruf arbeitet, sind 2.500 Euro für einen PC nichts Besonderes, nicht sonderlich viel, sondern einfach ein normaler Betrag. Viele haben viel teurere PCs und können so ein Material nicht schneiden. Also ich finde, Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich besser geworden. Und man muss hier explizit auch sagen, beim MacBook Air... Der hat jetzt auch den besseren Bildschirm bekommen. Der hat 100% sRGB, ist der sogenannte Retina-Bildschirm. Ähm, stellt die Farben jetzt sehr gut dar. Es war immer so ein Manko beim MacBook Air, beziehungsweise jeder Creative oder Fotograf, Videograf, der hätte niemals ein MacBook Air genommen. Zum einen, weil die Leistung zu schlecht ist, zum anderen, weil der Bildschirm zu schlecht ist. Und jetzt scheint die Leistung schon ganz gut zu sein und der Bildschirm gut zu sein. Also man könnte sich jetzt als Fotograf sogar oder als Videograf sogar eine MacBook Air überlegen, was undenkbar gewesen wäre. Und deshalb finde ich das schon sehr innovativ, was Apple da macht. Und man muss halt dazu sagen auch, was man jetzt aus den ganzen Berichten und so hört, anscheinend werden die nicht heiß, die Lüfter laufen nicht so laut. Das ist ein Ding, wenn ich bei meinem Dell XPS ein Video exportiere vom Fernsehsitz, regt sich meine Frau bei mir auf, warum die Turbinen da angehen. Sie versteht den Fernseher nicht mehr richtig. Und ja, das ist es halt. Wenn da die Lüfter nicht so laut werden oder gar nicht angehen, also der Mac Air hat ja gar keine, ähm, ist das auch eine unglaubliche Sache. Unter Akkuheldlänge, habe ich eh schon ein paar Mal erwähnt. Ja, die Frage ist jetzt, warum warte ich dann noch? Warum steige ich nicht einfach sofort um? Warum verkaufe ich den Scheiß nicht und steige nicht auf den, ähm, ja, mit so einem MacBook Pro mit 16 GB um? Und Zwei Sachen. Zum einen, man hat so stark das Gefühl, dass von Apple, das war jetzt mal der Teaser, den sie rausgebracht haben, und da kommen sicher noch ein bisschen bessere Geräte in nächster Zeit, auch mit der neuen ARM-Architektur und mit einem M1-Chip oder vielleicht M1X-Chip, M2-Chip, kommt drauf an, wie sie es nennen. Auf YouTube sind da schon unendlich Videos drüber, dass diese neuen Chips schon geleakt wurden und dass die nochmal viel krassere Leistung bringen. Aber wie gesagt, braucht man gar nicht, weil anscheinend ist dieser M1-Chip auch schon richtig leistungsstark. Ähm, das zweite ist, warum ich noch warten möchte, ist einfach maximal 16 GB RAM ist im Moment möglich. Finde ich, ja, anscheinend kommen alle klar damit jetzt, weil auch das alles flüssiger läuft und, und man da, daher weniger RAM braucht. Es ist auch, die Apple-Geräte sind nicht ganz so RAM-intensiv, beziehungsweise managen das etwas besser als die Windows-Geräte anscheinend. Ähm, aber trotzdem. Zukunftssicher, wenn man so zukunftssicher denken möchte und man überlegt, man hat das Gerät vielleicht zwei, drei Jahre, da hätte ich schon lieber 32 oder sogar 64 GB. Vielleicht ist es Overkill, 64, aber ja, in der Windows-Welt jetzt nichts Besonderes mehr. Und das andere, der aktuelle MacBook Pro, den es mit dem M1-Chip gibt, der hat nur zwei USB-C-Ports. Ja, ist schon wenig. Beide, mit beiden kann man laden, aber die sind noch beide auf der gleichen Seite, was sehr blöd ist. Also wenn man einen Bildschirm auf der anderen Seite hat, dann ist es sicher nervig, dass da beide auf der gleichen Seite ist Beziehungsweise, wenn man da ähm, so einen Dongle verwenden will oder eine Dockingstation, wäre es irgendwie auch sinnvoller, wenn man es rechts oder links verwenden könnte, finde ich. Also das finde ich ein bisschen blöd, vor allem weil die vorherigen MacBook Pros vier USB-C-Ports hatten, beziehungsweise man aus der Windows-Welt... Ja, viel mehr Ports gewohnt ist. Da hat man HDMI, USB-C, äh, USB, USB-A-Ports, äh, USB einen eigenen Powerstecker und so weiter. Ähm, und deswegen möchte ich mal warten, was da kommt. Und weiter ist das Bildschirmthema. Also wenn man jetzt nicht nur am Laptop-Bildschirm arbeiten will, sondern auch große Zusatzbildschirme anschließen will, ist das jetzt mit den Aktuellen noch stark limitiert. Man kann nicht so viele Bildschirme anschließen. Und das wird sich auch noch besser. Für mich jetzt der aller, 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 aller wichtigste Punkt ist Adobe Software. Solange die Adobe Software nicht drauf läuft, muss ich nicht umsteigen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das jetzt schon sofort perfekt laufen würde, wenn jetzt bei den ganzen Tests rauskommen würde und die ganzen Tester sagen würden: krass, Adobe Software läuft total schnell auf dem Gerät. Ich glaube, hey, ich wäre da echt schon geneigt gewesen, einen einfach mal testmäßig zu bestellen, ähm, sagen wir um 2000 Euro, einfach zu schauen, ob das echt so viel besser läuft, weil äh, wenn man sich da alleine schon ein paar Stunden im Monat ersparen kann, an Arbeitszeit, an Wartezeit, dann zahlt sich das ja irrsinnig schnell aus und man kann den ja sonst weiterverkaufen. Ist aber nicht so, Adobe Software läuft noch immer nicht richtig drauf, die muss erst mal nativ umgeschrieben werden, aber das kommt sehr bald und dann wird es erst interessant. Und deshalb warte ich auch noch. Und zu guter Letzt noch der Punkt, ganz ehrlich, mir wäre natürlich am liebsten, wenn jetzt von Windows Seite, also von Microsoft Seite oder von den ganzen Herstellern, die für die Windows produzieren, wenn da mal jetzt der Gegenschlag kommt. Wenn jetzt von Intel oder AMD ähm, ein Prozessor kommt, der jetzt den M1-Chip ähm, ja, vernichtet, wer mir am liebsten oder gleich auf ist, oder wenigstens ähm, auch das H265 Hardware de dekodieren kann, ohne Probleme von der Akkuleistung, von der restlichen Leistung so gut oder besser wird, als was Apple hier vorschlägt. weil ich glaube, das müssen jetzt die, ja, die Prozessorhersteller irgendwie bringen. Die müssen jetzt was raushauen. Und das wäre mir natürlich am liebsten, weil ein Umstieg von einem Betriebssystem zum anderen ist immer mit einer Umlernphase ähm, verbunden. Ich muss gewisse Programme, andere Programme verwenden, die ich vielleicht noch nicht gewohnt bin. Und ich verwende halt Windows schon seit Jahren. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, schnips, ich könnte morgen einfach auf Apple-Geräte umsteigen. Ich meine für die Hauptprogramme schon, also jetzt einfach für meine Bildbearbeitungsprogramme und so weiter. Aber man hat ja unheimlich viele andere Programme im Hintergrund laufen, die einem das Leben erleichtern. Und natürlich rein komfortmäßig wäre es mir am liebsten, bei Windows zu bleiben. Aber ich glaube trotzdem, dass ein Umstieg innerhalb weniger Tage äh, problemlos gemacht ist, dass man sich umgewöhnt. Und natürlich, die Apple-Geräte sind schön, sind toll. Und da muss man sich nichts vormachen. Es gibt von Windows ganz geile Geräte äh, für, für Windows. Es gibt von Apple-Seiten tolle Geräte. Und da ist jetzt keine totale Präferenz. Aber das wäre mir natürlich am liebsten, wenn jetzt der ultra geile äh, mobile Prozessor für Windows-Geräte kommt. Zum guten Preis. Ähm, ja, einfach weil ich, weil ich das gewohnt bin, die Bildschirme bei den Windows-Geräten wirklich sau, sau gut sind. Was MSI zum Beispiel bietet, was Dell bietet, was HP, die haben alle für ihre Laptops total geile Bildbearbeitungsbildschirme mit Adobe RGB und so weiter. Die sind einfach noch ein Ticken besser als was äh, Apple und Mac da hat und ja, deswegen würde ich das cool finden, aber so wie es aktuell aussieht, ja, wenn sich nichts tut, werde ich wechseln und mich würde interessieren, wie seht, ihr, wie seht ihr das Thema, werdet ihr wechseln, seid ihr Fotografen, Videografen, habe ich jetzt irgendwas hier vergessen zu erwähnen, das ist einfach eine Liste, die ich mir aus dem Kopf aufgeschrieben habe, aus den ganzen Infos, die ich jetzt gesammelt habe und wenn euch das gefällt, das Video, bitte hinterlasst ein Abo, hinterlasst einen Kommentar, ja, hinterlasst Feedback, äh, Themen, die ihr gerne hören wollt und viel Spaß beim Bilder bearbeiten, beim Videoschneiden und alles gute fürs neue jahr und äh, ja genießt den lockdown